Liebe Grüße aus dem Jinschen Jitsu-Zentrum in Hamburg. Heute sehen Sie mich anders, bereits mich ausgleichend in meinem System. Und wir möchten heute darüber sprechen, wie wir unser System angleichen können, wenn im Außen chaotische Zustände herrschen. Der Außenbereich prägt den Innenbereich. Alles, was im Außen ein Ausnahmezustand ist, erzeugt im ersten Moment ein Ausnahmezustand in mir innen. Die Veränderungen, wenn die ungebremst und ungehindert mein System belasten, dann reagieren wir mit Erschöpfung, mit Unlust, mit Aggression, mit Wut, mit Trauer. Jeder aus seiner eigenen Geschichte hat da seine eigene Art umzugehen. Wir sind aber in der Lage, uns anzupassen. Das heißt, Anpassung heißt nicht die Dinge hinnehmen ohnmächtig, sondern Anpassung heißt, unser energetisches System an die neue Situation, die unbekannte Situation anzupassen. Und Sie sehen, wie ich mich halte. Das ist eine der kraftvollsten Selbsthilfesequenzen, die wir kennen. Sie halten mit der einen Hand, greifen Sie unter die Achselhöhle und mit der anderen Hand halten Sie den Fußrücken. Das befähigt mein System, was von Geburt an eine enorme Anpassungsfähigkeit und Wandlungsfähigkeit besitzt, mit den Situationen umzugehen, sodass sie nicht zu einer Anhaftung führen. Und wenn sie in mir sich erstmal chaotisch ausbreiten, dann werde ich Probleme bekommen. Also empfehlen wir Ihnen, jeden Tag, so wie ich, mich zu halten, mich in den Arm zu nehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesen Bereich, der extra dafür da ist, Chaos zu harmonisieren, dass wir das halten. Auch wenn die Kinder ausrasten, wenn Situationen sind, die total chaotisch sich anfühlen, innehalten, diese Sequenz nochmal nachgucken und zusammen 10 Minuten, man kann sich dabei unterhalten, wie Sie jetzt sehen, dafür zu sorgen, dass das System sich wieder ausgleicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine chaosfreie Zeit. Bis morgen. Dankeschön. Bleiben Sie gesund.